Krieg eingesetzt. Die heimlichen Töchter ihrer Seite, Nina und Ali, haben sich auch fein herausgeputzt. Mädchen in ihrem Alter hatten damals keine Galerkleider, aber in ihren süßen Alltagskleidern mit den typischen Kopfbedeckungen, den Häufchen, schauen sie auch sehr festlich aus. Darf ich alle Models nochmals herausbitten? Nehmt bitte auch die Katharina mit, die Schneidermeisterin, die all diese tollen Kleider und Uniformen selbst genäht hat. Liebes Publikum, wer auf dem nächsten Countryfest auch so traditionell gewandelt sein möchte, der kann sich vertrauensvoll an die Katharina wenden. Sie wird für jeden das passende Outfit zaubern. Vielen Dank, das war die Modenschau anno 1860. Könnt ihr so eine Runde machen, dass man klar sieht? Warte, haben wir da hinten fotografiert? Abregung, Abregung, Abregung.